Der Bedarf an Fachkräften in qualifizierten Pflegeberufen in Deutschland ist groß. In Brasilien hingegen ist jede 10. Pflegekraft arbeitslos, trotz guter Ausbildung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock sehen daher gute Chancen, die Anwerbung qualifizierter Pflegekräfte aus dem größten Land Lateinamerikas weiter anzukurbeln. Dies machten beide zu Beginn eines gemeinsamen Brasilienbesuchs am Montag deutlich. Vergangenes Jahr seien nicht einmal 100.000 Fachkräfte aus Drittstaaten außerhalb der EU nach Deutschland gekommen. Das reicht nicht, so Baerbock und Heil. Die Regierung werde Bürokratie abbauen und den Familiennachzug vereinfachen. Als Ziel nannten die beiden Minister, bis Ende nächsten Jahres im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten 4-mal so viele Visa für Fachkräfte zu bearbeiten wie bisher.